Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal ein bisschen die Atmos-Updates. Und ja, ich würde auch sagen, wir fangen direkt an. Und zwar mit der Raphiophora Tetras Burma. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, sehen die Wurzeln mega cool aus. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt auch direkt den Ableger schneiden werde. So. Ups. Ich überlege jetzt gerade noch, weil er ja quasi an zwei Stellen, ich frage mal hier so ein bisschen famos, an zwei Stellen die Wurzeln ausgetrieben sind. Dass ich vielleicht auch zwei Ableger einfach draus mache, aber ich könnte es jetzt auch einfach so einpflanzen und hoffen, dass an beiden Stellen was draus wächst. Oder ich lasse ihn jetzt erstmal so weiter wurzeln in so Moos. Aber ich finde es ganz cool, dass ich das jetzt hier schon mal geschnitten habe. Dann kann das jetzt hier weiter wachsen. Und yes. Oder ich pflanze es schon ein. Nee, ich glaube nicht. Ich lasse es noch ein bisschen in Moos. So. Jetzt packe ich mir jetzt einfach so ein Päckchen. Und das ist da drin. Genau, dann kommen wir zu der Monstera Variegata. Und ich glaube, dass ich den Ableger... Nee, den schneide ich noch nicht. Oder ich schneide ihn doch schon und pflanze ihn auch direkt ein, weil an sich... Ich gucke es mir einfach nochmal genauer an. Verzweigt sich halt auch schon mega gut. Also ich glaube, ich kann ihn schon einpflanzen. Und ich werde die Pflanze dann auch einmal direkt umtopfen. Also, hier hat es gut gewurzelt und innen drin auch. Ich schneide jetzt mal beide Ableger und dann zeige ich euch ja, beide Ableger und die Wurzeln dazu. Oh Leute, das ist das erste Mal, dass ich davon einen Ableger schneide und ich bin ein bisschen aufgeregt. Krank, Leute, krank. So, und ich halt, der ist jetzt ja an zwei Stellen ausgetrieben und ich werde jetzt noch einmal hier in der Mitte durchschneiden. Damit ich zwei Ableger habe. So, einmal dieses Blatt und einmal hier mit den drei Blättern. Und den werde ich jetzt auch, glaube ich, relativ weit einpflanzen, weil hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, bildet sich schon wieder eine neue Luftwurzel. Und ja, dann topfen wir doch auch direkt zusammen um, würde ich sagen. Und schauen uns mal an, wie die anderen Wurzeln aussehen. Ich würde sagen, die Wurzeln sehen gut aus. Die verzweigen sich auch schön immer weiter und das Wurzelsystem hat sich auf jeden Fall gut ausgebildet. Und das macht mich auf jeden Fall sehr happy. So. Ich werde die jetzt in diesen Topf hier pflanzen. Der ist auch ein bisschen breiter als der andere. Die Monstera kriegt da
gleich auf jeden Fall erstmal eine schöne Dusche. Ich muss sagen, ich unterschätze manchmal, wie viel Erde immer in so einen großen Topf reinpasst. Anderen werde ich nicht so tief einpflanzen, weil sich hier dann ja ein neuer Austrieb quasi bilden muss. Aufregend! So. Ein anderes Bild. Die gleiche Anzahl an Blättern, aber irgendwie anders. So viel dazu, würde ich sagen. So, und dann habe ich ja auch noch die Philodendron Verrucoso in Moos, beziehungsweise versucht, ein Teil abzumosen und ein Teil hier unten. Aber hier hat sich jetzt auf jeden Fall auch ein neuer Neuaustrieb gebildet, sehe ich gerade. Aber ich überlege, sie halt einmal komplett zu zerschneiden, ehrlich gesagt, weil jetzt hier so viel ja, einfach irgendwie so leer ist, so ein großes Stück. Okay, also ich denke, ich werde sie komplett einmal zerschneiden. Weil den kann sie unten wieder neu austreiben. Und den Rest kann ich dann einfach als neue Ableger reinpflanzen. Ja, das werde ich jetzt tun. Also. Hier die Verrucoso. So, also hier habe ich jetzt zwei Punkte, an denen die Wurzel kommen können. Ich werde das jetzt erstmal dran lassen und schauen, ob sich dann so Wurzeln daran bilden können, weil ich Angst habe, wenn ich jetzt nur das Stammstück habe, dass vielleicht nichts draus wird. Ja. Und dann haben wir hier noch diesen Teil, der hat ja schon ein bisschen gewurzelt, also den werde ich auch dann in Moos packen. Genau. So, und das übrig gebliebene ist jetzt dieses eine Blatt und noch ein großer Stiel. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, und da wird dann auch wieder das neu austreiben. Habe ich schon gesehen, dass es hier schon anfängt. Damit die Pflanze auch wieder ein bisschen voller werden kann. Sieht so traurig aus im Gegensatz zu vorher, aber. Das ist das Leben, Leute. Ich würde sagen, das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und für weitere Pflanzenvideos, ja, klickt auch gerne den Abonnieren-Button. Und ich hoffe, ich sehe euch dann in meinem nächsten Video wieder.